Ne? Ja, sag ich, auch einmal ist bis zu den Profis geschafft, auch mit Ronny zusammen. Für mich nicht ganz so erfolgreich gewesen. Er ist ein guter Profi geworden. Ja, ja, und ich habe dann so ein bisschen angefangen, Leute vorzubereiten, habe ein Studio gehabt, ja, und mache das jetzt mittlerweile so ein bisschen professionell. Ja? Leute vorbereiten, Personal Training und all diese Geschichten. Habe mittlerweile eine eigene Supplementlinie, Nutrition Technology, ja, und bin heute mit der Skadi, meiner Frau, auch hier. Ja, wenn einer irgendwelche Fragen hat, Training, Ernährung, was euch so einfällt. Was ist denn für dich jetzt dann, du siehst das so aus einer objektiven Warte immer von außen, wenn du jetzt jemanden trainierst und gibst ihm dann Tipps, inwiefern nicht nur Ernährung, sondern vielleicht auch während des Trainings. Was gibst du als Tipp denn jetzt den Jungen noch mit, die jetzt auch überlegen, was haben wir den ganzen Tag schon ins Bodybuilding einzusteigen? Gibt es da irgendwie ein Geheimrezept, was du jetzt teilen möchtest mit uns? Also Geheimrezepte gibt es nie, ja? Das muss man ganz klar sagen. Ja? Solche Bodybuilding ist deswegen was Individuelles, ja? Weil jeder von uns was Individuelles ist. Ja? Das bedeutet, für jeden muss im Endeffekt ja, Training, Ernährung ja, auf seine persönlichen Gegebenheiten im Körper zugeschnitten werden. Ja? Der eine braucht viele Kohlenhydrate, der andere braucht wenig Kohlenhydrate, der andere braucht viel Eiweiß, der andere wenig. Ja? Und deswegen ist das halt auch im Bodybuilding kompliziert. Ja? Das heißt, man muss ganz klar sagen, dass die Ernährungsgeschichte im Bodybuilding das Fundament ist, wie im Endeffekt beim Haus ja, das Fundament. Ja? Darauf wird alles aufgebaut. Ja? So wie der Thomas vorhin auch schon gesagt hat, ja? Ohne hartes Training und ohne Fleiß halt auch kein Preis. Ja? Und jeder, der schon mal eine Wettkampfdiät gemacht hat, ja, der weiß, was eine Wettkampfdiät ja, mit sich bringt. Wenn man sich mal anschaut, wie du immer noch ausschaust, obwohl du jetzt in Anführungsstrichen nur noch die anderen trainierst, wie hältst du dich persönlich fit und was gibt dir Bodybuilding? Ist es das, dieser Schmerz, der dann irgendwann in Muskulatur umgewandelt wird oder was ist es? Ja, ich glaube, das ist nicht nur sowas. Ja. Bodybuilding ist für mich so gewesen, ich habe früher andere Leistungssportarten betrieben, bin ein ganz guter Fußballspieler gewesen, bin ein recht erfolgreicher Footballspieler gewesen, ja, und habe im Football dann auch angefangen mit Bodybuilding. Habe da relativ gut ja, Muskeln zugenommen, ja, und habe halt feststellen müssen, ja, dass Bodybuilding für mich die Sportart war. Ja. Bei Mannschaftssportarten bin ich früher öfter mal vom Platz gestellt worden, ja, weil ich halt schon immer jemand war, der ja, etwas betrieben hatte, um zu gewinnen. Und wenn ich dann Mannschaftskameraden hatte, die einen Tag vorher saufen waren, und wir deswegen dann verloren haben, bin ich manchmal recht ungehalten gewesen. Ja? Ja, das ist dann beim Bodybuilding anders gewesen. Wenn ich da was versaut habe, dann habe ich es versaut. Ja? Also dann bin ich derjenige, der im Endeffekt dafür gerade stehen muss. Ja? Ja, und was hat Bodybuilding mir gegeben? Eigentlich relativ viel. Ja? Also ich habe Disziplin gelernt dadurch. Ich habe ja, überhaupt mein ganzes Leben mit dem Bodybuilding aufgebaut. Gleich sehen wir ja noch deine Frau, du hast gerade eben angesprochen, ihr seid zusammen da, Skadi wird ein bisschen posen. Wie sieht normaler Alltag bei euch zu Hause aus? Kann man Bodybuilding auch mal abschalten und sich vor den Fernseher setzen und Chips essen? Oder ist das irgendwas, was euch das ganze Leben lang und auch zu Hause im Alltag begleitet? Also muss man natürlich ganz klar sagen, ja, sag ich, wenn man als Profi unterwegs ist, so wie die Skadi das jetzt ist, ja, dann ist es nicht so, dass man sich vor den Fernseher setzen kann und Chips essen kann. Ja. Die Skadi hat, glaube ich, ist, muss man auch ganz klar sagen, ja, ist zum Beispiel, um mal zu erklären, heute Morgen um 2 Uhr aus Zürich zurückgekommen, ja, war die ganze Woche in Zürich, hat er Personal Training gegeben, ja, ich heute Morgen um 2 nach Kassel gekommen, von Kassel heute Morgen losgefahren hierher. Ja, der Ben hat uns Gott sei Dank gefahren. Ja. Ein Dank an den Ben von BB Szene, ja, weil ich habe vorne im Auto gelegen und geschnarcht, die Skadi hat hinten im Auto gelegen und geschnarcht und der Hund hat hinten im Kofferraum gelegen und geschnarcht. Ja. Also man sieht, ja, Bodybuilding findet nicht nur im Training statt, so wie die meisten das immer denken. Die denken, dass wenn man Profi ist, dass man dann nichts mehr anderes machen muss. Ja. Das ist leider nicht so, ja, oder das heißt leider, es ist ja schön auch, dass man noch andere Sachen machen muss und dass man noch Sachen kennenlernt rund um diesen Sport. That's raging outside. Me and all my girls are bringing on the fire. The show's a little late. Got a shimmy that's just. It's a life, it's a step, it's a need, it's a release. I'm
things what it seems. Welcome to burlesque.